Yo Leute, was geht? Mukayo hier am Start mit einem neuen Spiel. Zumindest bei uns auf dem Kanal. Ich habe das geschenkt bekommen von ProLike. Das habe ich gestern im Video schon erwähnt bekommen. Das, oder erwähnt gehabt. Das ist das neue Dead by Daylight. Ist zwar nicht so neu, aber ist auf jeden Fall cool, das Game. Kann man zocken. Ich weiß nicht, ich finde es alleine nicht so interessant aus als Killer. Das ist das, was wir jetzt machen. Für die, die es nicht kennen, es gibt viel Survivor. Die müssen entkommen und ein Killer. Die Survivor können den Killer nicht töten, der Killer kann aber die Survivor töten. Wir haben, es gibt drei verschiedene Killer. Einer davon ist derjenige, den wir spielen. Der kann sich unsichtbar machen. Bam, 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 bam. Eigentlich müsste ich die Musik ein bisschen lauter machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir sind noch ziemlich langsam. Also, man muss Perks gleich schalten. Das ist so wie in Call of Duty. Lol, das waren, okay, das waren keine Dinger. Man muss Perks freischalten und wenn man Perks freigeschaltet hat, kann man zum Beispiel schneller laufen, sieht die Survivor besser, dies, das, das. Also wer länger zockt, der, oh, guck mal, wen haben wir da? Guck mal da. Da haben wir, und da haben wir so einen gewissen Killer. Ja, ja, mach noch. Wieso kann ich das, ach, mit, okay, mit Maus hast du eins, ich sag mir das. Die Survivor, die müssen diese Generatoren hier anmachen. Wenn sie das nicht schaffen, können sie nicht entkommen. Wenn sie es schaffen... Ah, guck mal, da hat sich noch einer versteckt. Ach, den haben wir einmal angehetet. Ah ja, lauf du nur, lauf du nur. Kollege, du bist verletzt. Was? Wir haben den nicht gehauen? Das ist hier low. Ich dachte, wir hauen den nochmal. Das wäre schwach. Naja, dann hängen wir den auf. Zumindest müsste man den zweimal hauen. Beim ersten Mal ist er nur leicht verletzt. Beim zweiten Mal wird er komplett gehauen. Jetzt mal den gleich einfach hochgenommen. Durchsuchen wir mal das Ganze hier. Jetzt sollten wir den töten. Ah, guck mal, da wollte jemand ihn retten, ja? Da wollte jemand ihn retten. Aber nicht mit mir. Du rettest ihn nicht, du wirst sterben. Elendig! Da haben wir schon den nächsten gekillt. Wie machen wir das denn? Wir nehmen den jetzt und hängen den da auch auf. Die haben, glaube ich, Daily Missions. Das habe ich nämlich eben gesehen. Die können den retten. Am besten wäre natürlich, wenn ich den da unten nicht schaffe. Also, Ziel von dem Spiel ist, die Survivor müssen 5 Generatoren einschalten. Und der Killer muss sie natürlich davon abhalten. Na? Na, guck mal, könnte ich den da unten gehen? Dann könnte ich nicht. Oh, der versucht. Okay, der hat versucht zu entkommen, schafft es aber nicht. Okay, der ist tot. Sonst habe ich schon 2 getötet. Perfekt, perfekt. Da hinten hat einer gefailt. Wo hat denn der hier gefailt? Hier irgendwo, ne? Die Survivor müssen die 5 Generatoren freischalten, der Killer muss sie davon abhalten. Sobald die 5 Generatoren freigeschaltet sind, kann der Killer... Oder können die Survivor spawnen 2 Türen und dann können die abhauen. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Ja, Kollege, komm, ich weiß, was du machen willst. Aber nicht mit mir. Das habe ich ihn, glaube ich, noch verloren. Nicht verloren, der ist hier lang gegangen. Der ist weggelaufen, okay, okay. Der ist mir abgehauen. Der ist mir entwischt. Der ist mir entwischt. Später hat man Perks, dass man sich heilen kann und sowas noch als Survivor. Als Killer hast du auch Perks. Also alle sagen eigentlich, dass die Survivor OP sind, weil die genau das machen können, was der jetzt hier macht. Und zwar können die am Fenster hinaus und hineinklettern. Und das ist das, was ich nicht machen kann, ist, ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Ah, guck mal, hier ist wieder was. Ich kann einfach nichts gegen machen. Das ist halt lächerlich.
Das ist jetzt lächerlich. Das ist lächerlich. Ich kann da einfach nichts gegen machen. Aber ich habe ihn trotzdem bekommen. Sehr schön, sehr schön. Denn umso öfter die das machen, desto langsamer werden sie. Umso öfter sie das machen, desto langsamer werden sie. Eigentlich wäre es besser, wenn ich als allererstes ein Survivor gespielt hätte. Weil die Survivor haben so bei diesem, ja, wie soll ich sagen, beim Reparieren. Beim Reparieren der Generatoren müssen die so eine Schnelligkeitsaufgabe machen. Was ist denn kommen? Nein, der ist nicht entkommen. Hä, wo sehe ich denn den? Habe ich den verpeilt? Ich habe den doch hier aufgehangen. Na, guck mal, was wir hier haben. Was wir hier haben. Haben wir hier jemand gefunden? Ey. Hallo, Glückspilz. Ja, machen wir mal kaputt erstmal alles. Machen wir erstmal alles kaputt. Wo ist der Spieler? Ich habe den irgendwo hier kaputt gemacht, ne? Hier muss der irgendwo sein. Einfach muss er sein. Ah, da haben wir den verletzt. Perfekt. Besser geht's halt nicht. Und da haben wir, glaube ich, alle. Jetzt haben wir, glaube ich, alle, oder? Da haben wir, glaube ich, jetzt alle vier erwischt. Das ist das erste Mal, dass ich das schaffe. Ich finde, Killer macht mehr Spaß. Ich war jetzt ein bisschen leiser. Ich war mega konzentriert. Aber es ist... Oh, das wird eine schnelle Runde. Das habe ich noch nie geschafft. Das habe ich noch nie geschafft. Bam, da wird der aufgehängt. Jetzt müsste ich seinen Kollegen finden, aber den zu finden, ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Der hat jetzt, wenn der sich selber befreit, eine Chance, ich glaube, von 10%, 4 mal 10%, dass er entkommt. Oder der tötet sich halt selber. Oh, er hat sogar geschafft. Er hat sogar geschafft, nicht schlecht. Aber er kann halt nichts anderes machen. Also ich müsste jetzt auch denjenigen suchen, der am Boden liegt, aber ich habe auch keine Ahnung, wo der sein könnte. Also absolut gar keine Ahnung. Zack. Der wird jetzt sofort gefressen. Er sieht dann so aus. Der muss es strugglen. Also der kann nur noch gerettet werden. Jetzt muss ich seinen Mate finden, aber ich weiß auch nicht, wie ich seinen Mate finde. Und ich habe auch nicht so einen Perk, dass ich das sehen könnte. Mein Killer ist jetzt jemand, der sich unsichtbar machen kann und sich endunsichtbar machen kann. Also sich unsichtbar machen kann und auch wieder wegmachen kann, die Unsichtbarkeit. Es gibt dann noch einen anderen Killer. Natürlich kann ich während der Unsichtbarkeit nicht angreifen. Ist auch nicht ganz so unsichtbar, dass der Gegner mich nicht sieht, sondern das ist so wie StarCraft 2, diese Drohnen, die kennt ihr doch bestimmt. Es gibt so StarCraft 2 Drohnen, diese Drohnen, man sieht es schimmern. Man sieht es so schimmern, also wenn man geübt ist, dann sieht man das. Jetzt muss ich den Typen auf dem Boden finden, aber der ist tot. Jetzt liegt irgendwo nur noch einer am Boden, keine Ahnung wo der ist. Und dann sollte ich eine sehr große Anzahl an Punkten bekommen für das Game. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwo habe ich den umgehauen. Dann gibt es noch andere Killer. Einen mit einer Kettensäge, der so draufstürmen kann und so, der schneller ist. Dann gibt es noch einen, der Fallen legt. Der ist auch ganz cool. Aber das hier soll der einfachste zu spielen sein. Und ich muss sagen, ich habe noch nie als Killer gewonnen. Das ist das erste Mal, dass ich als Killer wirklich alle vier bekomme. Und ich hätte als erstes eigentlich lieber Survivor spielen sollen. Um das, dann kann man das Spiel besser erklären. Aber ich bin der schlechteste Survivor-Spieler, den es gibt. Ich habe noch kein einziges Survivor-Game, doch eins oder zwei habe ich gewonnen gegen so unsere Zuschauer, aber ich bin immer der Erste, der nach einer halben Minute oder nach 10 Sekunden ist schon der Killer hinter mir und ich entkomme dir nicht. Wir müssen halt immer hier so um diese Fenster hin und her jumpen, weil da kann ich halt nichts gegen machen. Als ein Vault, was ist ein Vault? Ah, ich kann auch übersteigen, nur das dauert anscheinend ein bisschen länger, okay. Wusste ich gar nicht.
Ja, wir müssen jetzt warten. Der ist jetzt verblutet, der auf dem Boden. Somit haben wir gewonnen. Also, ich muss das mit dem Survivor üben. Nächste Runde wird wahrscheinlich als Survivor sein. Leider gibt es noch nicht den Modus, dass man mit 4 Kollegen gleichzeitig spielen kann. Vor allem, sobald das Spiel vorbei ist, kann ich gehen ohne Ende. Leider gibt es noch nicht den Modus, dass man mit Kollegen zusammen spielen kann. Der kommt erst später noch. Gucken, wie viele Punkte wir zusammen bekommen haben. So, am Ende gibt es noch so eine Punktzahl. Man sagt dann, die ab 10.000 hat man gewonnen. Wir haben... Wow! Was? 25.000 Punkte bekommen? Ich glaube, ich habe eine Daily Mission beendet. Ah, okay. Ich habe 18.300 Punkte bekommen und ich habe eine Mission beendet. Also es gibt so Daily Quests, so weißt du. Die kann ich euch mal eben zeigen. Ruski Blair, 18.000. Ja, das war gut. Aber der war auch gut. Der war auch gut. Also ich glaube, der hat auch keinen Verlust gemacht. Irgendwie wurde mir das so gesagt, ab 10.000 verlierst man... Entschuldigung. Verliert man keinen Rang. Und wir können jetzt gucken, wir sind der schlechteste. Rang 20, Rang 1 ist der beste natürlich. Und jetzt können wir noch zum Beispiel Upgrade machen. Da gehen wir hin. Da zeige ich euch jetzt mal alles, für die es nicht kennen. Da kann man jetzt, da hat man so ein Blutsystem, da kann ich ja zum Beispiel, okay, das ist jetzt irrelevant, Windstorm Shoot haben wir gekauft. Was auch immer das ist. Dann kommen, man kann sozusagen diese Punkte, die man hier oben bekommt, Blut nenne ich das mal, Blutpunkte, kann man eintauschen gegen Perks und gegen verbesserte Sachen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Bone Clapper. A bell clapper made from a highly polished piece of bone. Slightly reduce the range at which the bell can be heard. Das bedeutet also, ihr habt ja eben gehört, wenn ich mich unsichtbar mache, ist immer so eine Glocke da, die macht so dick, 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 dick. Und wenn ich jetzt dieses Perk nehmen würde, das heißt, ich schalte das frei, ich glaube 3000 hat mich das jetzt gekostet, dann kann ich das gleich im Menü, also im Loadout, wir schalten jetzt erstmal ein bisschen mehr frei, increase light burn resistance. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das Lightburn Resistance ist, glaube ich, dass man so im Licht flackert, wie ich gesagt habe. Das ist nicht die ganze Unsichtbarkeit. Also 25% mehr Blutpunkte ist immer wichtig. Contains unknown reward. Uncommon add-on Windstorm Shoot. Ja, das weiß ich nicht, was das immer ist. So, slightly reduce the bell's reappearance time of the effect. Ja. Kann man einfach nehmen. Und hier Anity, Difficult on Escape Attempt und Represent Penalty. Ja, alles kann ich von ihm. Können wir nicht nehmen. Okay. Und das bedeutet also, die Gegner würden, wenn ich jetzt das nehmen würde, das Perk, würden mich weniger hören. Und zwar ist es, glaube ich, hier müsste das sein. Das hier, genau, Bone Clapper. Das heißt also, wenn ich jetzt mich aus der Unsichtbarkeit begebe, dann würden die Gegner mich nicht so schnell hören. Das sind, glaube ich, so Items, die man einmal benutzen kann oder so. Ne, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht reduce the bell's reference time. Okay. Dann nehmen wir doch das hier, dass wir schneller zuschlagen können. Was haben wir hier noch für Perks? Slightly increase the chance to be sent to the Macmillan Estate when burned. Das verstehe ich nicht. Grants 25% Blood Points to the Brutality. Ja, das nehmen wir natürlich, damit wir schneller leveln können. Das heißt leveln, also mehr Skillpunkte haben können. Für mich ist das Leveln. Die Leute nennen, glaube ich, das hier Leveln, aber für mich, also den Rank, aber für mich ist Leveln, wenn ich mehr Perks und sowas habe, ne? Da habe ich hier keinen Perk. Nicht haben. Was auch immer das ist. Einfach mal nehmen. Power. Failing Bell. Achso, den kann man okay nicht ändern. Ja, so sieht das ungefähr aus. Beim Survivor gibt es auch natürlich auch so einen Baum, den kann ich mal zeigen. Ich habe hier in Survivor schon ein bisschen gespielt, aber wie gesagt, ich habe mal verloren. Und ich habe zum Beispiel Déjà-vu genommen, das bedeutet also, sobald ich in ein Game starte, sehe ich, die sehen, also ihr habt eben gesehen, als Zombie, für mich ist es ein Zombie, als der Killer, haben wir die Generatoren gesehen. Die Survivor sehen die nicht, die sind immer zufällig, genauso wie die Boxen, die du umschubsen kannst, zufällig sind. Ja. Was soll ich halt großartig sagen? Dieses Déjà-vu-Item lässt mich halt von Anfang an einsehen, ganz kurz. Das heißt, ich weiß schon mal, wo einer ist, kann da hin und ziemlich schnell den reparieren. Sonst habe ich hier keine Items. Ich kann später, kann ich mehr Medipacks machen, dann kann ich mich heilen und so weiter. Ich habe hier, was habe ich denn? Also hier habe ich auch mehr Bloodpacks. Vielleicht kann ja einer mal in den Kommentaren erklären, was dieses slightly increased chance to be sent to cold when farm when burned. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann gibt es noch die Daily Missions. Das ist das, wieso wir eben plus 5200 bekommen haben, weil wir, ich glaube, ein paar Leute aufgehangen haben. Hier Blood Dance, Heal Over Other Survivors for the Equivalent of 4 Health States. Das heißt also, wenn ich viermal einen Survivor heile, dann bekomme ich
5200 Blutpunkte, was ganz gut ist. Ist auf jeden Fall mindestens ein Skillpunkt. Und das Savior Ritual, wenn ich 4 Leute vom Haken hole. Ihr habt gesehen, ich habe den eben aufgehängt und dann hat Claudette Morel, war das glaube ich eben auch, die geholfen hat, hat den runtergeholt, hat, ja, hat das auf. Hat den halt also Streit und das gibt dann auch hier. Wenn ich 4-mal das mache, habe ich dann auch wieder plus 5200. Ist ganz cool gemacht. Ist halt so wie bei Hearthstone Dailies. Ganz interessant gemacht. So, das war die erste Runde. Nächstes Mal Survivor. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Peace out. Wir können auch gerne im Stream, ich spiele das jetzt immer so nachts im Stream. Leider nur nachts, weil tagsüber spiele ich meistens arg. Spielen wir zusammen gegen 4 Leute. Es geht halt, wie gesagt, man kann leider nicht zu zweit queuen. Das geht nicht. Aber man kann so eine private Lobby erstellen und dann kann man sich gegenseitig einladen. Wenn man 5 Leute zusammen hat, kann man untereinander zocken. Ist auf jeden Fall mega cool. Würde auch Kevin.de bestimmt mal mitspielen und so. Also seid gespannt. Haut rein. Schönen Tag noch. Bis morgen. Moin. Moin.